Freunde, willkommen zur zufälligen mythischen Pumpgun Bosskin Challenge. Mit Beginn dieser Fortnite Season haben wir einfach drei mythische Bosse bekommen, die insgesamt Pumpguns dabei haben. Und einer von denen ist der gute Oscar hier, denn der ist wieder zurückgekehrt. Dann haben wir auf jeden Fall Cerberus, der ist die ganze Season jetzt über geblieben. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Megalodon. Ich werde diese drei Skins hier gleich auf zufällig stellen und die werden darüber entscheiden, welche Pumpgun ich die ganze Runde überspielen muss. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welcher von diesen Bossen ist euer Lieblingsboss und damit natürlich auch eure Lieblingspumpgun. Und mal gucken, wen ich jetzt in der ersten Runde bekomme. Erste Runde, Leute. Welcher mythische Pumpgun-Boss wird es sein? Ich bin gespannt drauf. Wir gucken nach. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Es ist der gute Oscar. Ey, den habe ich komplett vergessen. Ich glaube, Oscar befindet sich nicht mehr an dieser Stelle hier. Obwohl ihr ja selber alle wisst, dass das einer der geilsten Orte damals gewesen ist. Beste Ort nochmal. Und zwar Lavish Lair. Ich glaube mittlerweile, oh Gott, ich komme da gar nicht hin, befindet sich der gute Oscar einfach auf Sommerferien oder sowas. Der ist im Urlaub und der ist aber bei Classic Court. Das heißt, wir werden jetzt da hinfahren, werden dann mit Oscar reden. Mal gucken, ob der überhaupt noch launisch ist. Oder vielleicht ist er lieb geworden, keine Ahnung. Vielleicht kann man ihn sogar anheuern. Ich glaube aber irgendwie nicht. Und werden versuchen, auf jeden Fall an seine mythische Pumpgun zu kommen. Denn es wird die einzige Waffe sein, die wir in dieser Runde spielen dürfen. Boah, das wird so schwer werden, überhaupt mit Pumpguns allein dich zu gewinnen. Gegen die ganzen Autos. Ich glaube, das wird heftig werden. Aber ist hier irgendwo, habe ich keine Waffe dabei. Könnte sein, dass hier Gegner sogar sind. Sie müssen auf der Hut sein. Ist das safe was runtergegangen? Oscar? Der macht wirklich Sommerferien. Ey, ich glaube, ich spinne. Oh, da ist einer. Wartet mal kurz. Da soll sich die Sachen sneaken. Okay, zum Glück zählt das Ganze nicht. Das ging ja viel zu schnell. So kann es einfach auch mal gehen. Damit hat keiner gerechnet. Oh mein Gott. Es wird noch heftiger werden. Guckt euch bitte diesen Hot Drop an. Also wenn da jetzt nicht mindestens 5 oder 10 Leute runterkommen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich war gerade einfach dabei, den guten Oscar Reno zur Rede zu stellen. Warum der jetzt hier einfach Sommerferien macht. Kommt wirklich einige runter. Aber egal, mein Fischgleiter wird mir helfen. Ich liebe es einfach. Guck mal, ganz schnell ein paar Waffen. Und sobald wir gleich die Chance haben, Oscar auszuschalten oder als Freund zu gewinnen, werde ich natürlich hingehen und nur noch diese Waffe benutzen. Digga, was willst du hier? Ach, du willst mich so fertig machen? Nö, nö, nö. Ist der hingeflogen? Ich hol dich dein Teammate ja noch wieder. Wo ist der hier? Ich will jetzt auch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Warum macht ihr das mit mir? Lasst Oscar in Ruhe. Ist eine Pumpgun? Leider nicht gewesen. Egal, wir nehmen das trotzdem mit. Ich wollte es eigentlich nicht mitnehmen. Gerade kleine Gedankenprobleme hier. Digga, nicht schon wieder. Oh mein Gott, war das knapp. Ich habe mich schon wieder in der Lobby gesehen. Oscar, schön, dass du da bist. Ich bin auch Oscar übrigens. Der neue Oscar. Was machst du hier? Hallo, es ist dunkel draußen. Du kannst doch nicht auf die Idee kommen, dich jetzt hier hinzusetzen. Es ist dein Ernst, oder was? Okay. Oh, da kommt noch einer. Ich glaube, der will auch Oscar spielen. Ja, da kommen zwei sogar. Hallo, ich treffe nicht. Hat einfach sogar eine Pumpgun dabei. Ich muss weg. Ich bin sowas von tot gerade. Das ist ja geisteskrank. Hier sind übertrieben viele Gegner. Ihr seht schon, ich will ja die Pumpgun kriegen, aber es geht einfach nicht. Ich habe nur noch 38 HP. Ja, sie verstecken uns erstmal. Ich habe ein bisschen Angst. Endlich eine Pumpgun. Der dreht da hinten komplett durch. Ich habe eine Chance, irgendwie da ranzukommen. An die Pumpe jetzt. Hä? Ist hier irgendwo einer? Okay, hier dreht einer definitiv noch durch. Ich will ein bisschen voll machen. Ich brauche definitiv mehr Leben. Ist Oscar in Ruhe? Komm doch schon. Da hinten ist sogar Medikit. Perfekt. Ja, der soll abhauen. Nein, die gehen auf Oscar drauf. Lass Oscar in Ruhe. Ich liebe ihn. Was soll das hier? Lasst Oscar in Ruhe. Hey, Oscar. Ah, man muss ihn herausfordern, um die Waffe zu kriegen. Stimmt, so war das ja. Ja, machen wir das mal ganz kurz. Wir haben gar keine andere Wahl, weil sonst gibt er uns irgendwie nichts. Willst du dich nicht heilen, wie damals, wo du getanzt hast? Ja, er lädt mich ein. Ich habe gesagt, nicht einladen. Alle Waffen wegwerfen. Wir haben seine Waffe. Als hätten wir jetzt einfach Chapter 5, Season 1 wieder. Das ist so crazy. Das ist, nee, jetzt doch komisch noch gestorben. Duell gewonnen, Oscar wurde besiegt. Er taucht doch gar nicht als Geist oder so auf. Der ist komplett weggestümmelt einfach. Das heißt, wir müssen mit der guten alten Oscar Reno automatischen Rage-Rotflinte jetzt die Runde bezwingen hier. Das wird witzig werden. Aber ich mag die Waffe eigentlich. Ich glaube, damals in der Zeit, das ist ja noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres, war das einfach die stärkste Pumpgun, die man hätte haben können.
Ist, glaube ich, sogar irgendeiner wiederbelebt worden. Wir gucken mal nach. Oscar sowieso einer der geilsten Skins, die in Chapter 5 rausgekommen sind. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Hört sich ganz cursed an. Da ist einer und der ist tot. Er hat keine Chance. Die Waffe ist viel zu strong einfach. Ich kann einfach so draufhalten. Ich werde dich finden, Marshmallow. Und ich will, dass du noch ein Konzert gibst. Kannst du nicht einfach hingehen, ein Konzert geben und danach nie wieder auftauchen? Aber wir gehen jetzt ganz schnell wieder nach oben, gucken nach, was sonst so abgeht. Ich bin auch mal gespannt drauf, ob die anderen mythischen Waffen auch geholt werden. Das heißt, die Waffe von Cerberus zum Beispiel und natürlich die von Megalodon. Können wir mal ganz kurz auf die Karte gucken. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst gerade. Oh, sehr cursed Sounds hier. Wie sieht's aus? Der Typ fährt noch. Das heißt, der lebt wahrscheinlich noch. Möglicherweise. Wie sieht's bei Grimgate aus? Weiß man aktuell noch nicht. Ist sowieso alles ein bisschen... Hä, jetzt hat keiner die Bosse gemacht bis jetzt? Die kennen Bock mehr oder was? Verstehe ich nicht. Lieber hier runtergehen und den Wannabe ärgern, ne? So, der Sound ist jetzt auch schon mal deaktiviert. Ich sag mal so, wenn die anderen Bosse keiner macht, mache ich die Bosse kein Problem. Wir können auch als Oscar einfach Cerberus herausfordern. Ich darf halt nur nicht die Waffe benutzen. Wir können ja mal nachgucken, ob er schon besiegt worden ist. Und danach gehen wir einfach zu Megalodon. Der fährt irgendwo da unten auf jeden Fall noch lang. Das könnte echt noch eklig werden. Oh oh. Der längste Flug meines Lebens einfach. So, wir müssen jetzt hier vorne abbiegen. Es ist so geil, dass diese Bosse noch drin sind. Das sollen die mal beibehalten, dass ab und zu alte Bosse wieder reinkommen. Das ist einfach 10 von 10. Einfach eine andere Position geben. Oder die können sogar in derselben Position sein. Ist mir auch egal. Verändert die ein bisschen. Und verkauft sie uns als neue Sachen. Ich liebe es einfach. So, hier vorne ist es doch. Gebiet ist auch komplett unberührt einfach. So geil. Hades vermisst sowieso keiner. Aber Cerberus wäre wild gewesen. Vorne ist er. Ich müsste dich jetzt leider eigentlich ausschalten. Weil jemand könnte deine Waffe klauen. Frage nach. Sieh dir die Unterwelt an. Willst du einziehen? Hahaha. Was willst du, kleines Hündchen? Was? Okay, wir fragen ihn mal nach den Göttern. Zeus ist gefallen. Ist er hingefallen oder was? Die Götter sind weitergezogen, um sich ein neues Zuhause zu suchen. Hä? Mein Meister schickte mich hierher, um ihre Ankunft vorzubereiten. Okay, was erzählst du sonst noch? Ankunft? Sie wird mit den süßen Sommerwinden ankommen. Sie? Ich nicht mit der Königin? Störe die Königin nicht? Ey, ich hau jetzt ab, Mann. Der Typ ist voll komisch einfach. Hä? Was hat er da zu erzählen? Wenn ihr das Video in der Zukunft seht, wer ist diese Frau gewesen? Ich bin ziemlich gespannt drauf. Ist sie böse? Ist sie gut? Hat sie eine geile Pumpgun dabei? Ich liebe Pumpguns einfach so. Ich glaube, das Einzige, was noch einen kleinen Ticken geiler ist in Fortnite als Pumpguns, sind einfach Snipergewehre. Oder gleich auf. Was würdet ihr sagen? Pumpgun over Sniper oder Sniper over Pumpgun? Oder gleich gut. Frage ist jetzt noch, wo sind die ganzen Gegner? Die sind bestimmt da vorne bei den ganzen mythischen Autos. Ist hier noch irgendeiner drin? Oder ist hier gerade abgehauen? Wahrscheinlich wurde der Typ hier gerade wieder belebt, der gerade gefightet hat. Aber da sind welche. Hey, Freunde. Oh, bleib doch stehen. Reinkommen ins Auto. Oder dich ausschalten. Das können wir gerne auch machen. Wo willst du hin? Oscar ist zurückgekehrt. Ich entführe dich jetzt. Komm mal auf mein Auto drauf. Ah, es geht nicht. Schade. Mausecode, du kannst ihn wiederhaben. Als ob das klappt als Code einfach. Was? Niemals einfach. Niemals. Als ob das funktioniert hat. Ey, du kannst auch Medikit haben. Hier. Wie krass ist das denn bitte? Lol. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich hub einmal, er versteht das als Zeichen der Freundschaft. Er hupt einfach zurück und holt ihn jetzt wieder. Die lassen wir erstmal leben und mal gucken, ob wir die am Ende einfach wieder treffen werden. Wir gehen jetzt besser auf die hier drauf. Wie lustig. Auf wen schießen die denn da? Er wird es nicht checken, glaube ich. Wir haben noch 41 Pumpgun Muni. Oder er checkt es vielleicht doch. Oh, oh. Oh, ich hasse, dass mir das passiert. Das war knapp, Mann. Sei doch nicht so sauer auf mich. Meine Freunde kommen gleich. Die werden dich auffressen, Junge. Guck ihn dir an, wie greedy er ist. Fishy on me. Mit der Pumpgun. Er hat auch eine. Bist du der neue mythische Boss oder was? Ein Fischboss? Wäre auch mal geil. So ein richtig böser Fischboss, ey. Ist der jetzt ausgestiegen? Jo, der ist ausgestiegen. Ich will ihn wiederholen. Oh, das sind meine Freunde. Ja, ja. Da ist er beinahe drin. Den müssen wir uns jetzt sneaken. Weg hier! Boah. Deswegen macht es immer Sinn, wenn man Freunde findet. Braucht ihr noch irgendwas?
Der hat richtig Angst, glaube ich. Hol's auch ab. Will hier nicht Team. Vorne ist auch noch ein Auto an. Gönnt euch einfach alles, was ihr braucht. Ich hau jetzt ab hier mit der Karre. Kein Teaming, ich will nicht gebannt werden in Fortnite. Aber ulkig, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Dann lass mal schnell in die Zone gehen und mal gucken, wo wir noch ein bisschen Chitty-Chitty-Peng-Peng machen können. Das hat es lange nicht gegeben hier. Die Runde entwickelt sich langsam. Die wird langsam aber sicher Big Baba Bubu geil hier. Wie viel Biggies sollen hier rumliegen? Ja. Oh, ich bin auch so schnell gerade. Warum? Bin ich auf Nitro? Hä, wieso bin ich auf Nitro? Ich habe doch gar nichts gemacht, glaube ich. Dachte ich zumindest. Wie sieht es eigentlich mit dem Boss aus? Der ist außerhalb. Sollen wir den noch holen? Den hat keiner mitgenommen. Da könnte ich dauerhaft auf Nitro sein. Aber das ist unfair. Nee, ich mach's nicht. Das darf ich erst machen, wenn ich den Megalodon-Boss bekomme. Wir machen's nicht. War gut, dass er nicht mitgenommen wurde. Ich versteh's irgendwie nicht. Ich hab die irgendwie Angst vor diesen mythischen Autos oder so. Boah, hier unten geht's ab. Warte mal kurz, Lambo. Hier passiert was. Mit der Faust runter. Und der Pumpgun hinterher. Mach ich den Avatar-Skins das Leben schwer. Ey, sind so viele Biggies. Trick 34 machen. Oben auf die Brücke gehen und von oben wieder runterspringen. Das wär's jetzt. Na, auf jeden Fall ziemlich schlecht gelaunt gerade, wo der reinfährt. Ich kann die so nicht besiegen. Boah, ich glaube, dass die Pumpgun, die ich habe, sehr stark ist. Ich glaube, damit kann ich guten Auto-Damage machen. Aber die werden für Ärger sorgen. Ich will die eigentlich killen. Könnt ihr nah dran gehen? Oh mein Gott. Und ihn einfach knocken. Oh, das war's einfach. Das war die Meta. Das ist die Meta. Ihr müsst ganz nah ans Auto dran. Ach so. Na gut, das war jetzt ein bisschen Glück. Er hätte auch wegfahren können. Aber da waren es schon mal zwei Leute weniger. Oh, da vorne ist noch einer. Wer bist du denn? Erstmal auf Nitro gehen, ne? Das ist die Ultra-Meta an deinem Leben. Kann das sein? Hat sogar noch ein bisschen übrig gelassen für mich. Wenn er mehr als eine hat, werde ich es auch mitnehmen. Könnt ihr mal nachgucken, ob es möglich ist, seine Pumpgun zu upgraden. Wobei ich nicht glaube, dass das möglich ist. Aber wer weiß. Vorne sind noch Gegner. Was mache ich hier gerade? Ich bin voll weggecheckt. Auf Nitro gehen. Klaut er mein Auto gerade, oder was? Weg. Wo ist der andere? Okay, der ist nicht in meinem Auto. Hä, wo ist der hin? Oder ist er doch? Erzähl mir von deinen Geheimnissen. Er hat nur Coca-Cola. Es leben auch nicht mehr viele. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Lass sie noch schnell mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir dann zusammen die zufällige mythische Pumpgun Challenge. Das hört ja gar nicht mehr auf mit den Namen hier. Ich glaube nicht, dass man die Waffe upgraden kann. Kann man das Ding eigentlich upgraden? No. Wie sieht's hiermit aus? Auch nicht. Hiermit? Auch nicht. Schade. Die Pumpgun ist natürlich trotzdem schon stark. Sind die ganzen Gegner? Hier ist weder einer mit Auto, noch läuft hier einer rum. Ich höre sogar Vögel zwitschern. Ich glaube, da vorne war einer. Safe auf der anderen Seite. Wer chillt denn hier? Oh mein Gott, was geht denn da ab? Der Bummi-Fight des Jahres. Was ist das denn? Oh Gott, da kommen noch welche. Jetzt geht's richtig rund. Ich glaube, das sind meine Teammates hier. Ich glaube, die werden jetzt alle wegholzen, dass am Ende nur noch die beiden übrig bleiben. Was ist das denn? Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Das dauert aber ganz schön lange, ne? Das ist Sommerrolle 1 und anonym. Komm, killt jetzt den Rest. Ja, das sind die letzten beiden. Ich würde sagen, wir gönnen den beiden einfach den epischen Sieg jetzt, weil sie eben auch freudig gewesen sind. Als Unterstützung hier. Aber das Ganze zählt trotzdem als Sieg für mich. Hallo, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. So, ihr könnt jetzt alle Sachen haben. Ihr habt die Runde gewonnen. Sehr gut. Killt mich jetzt. Killt mich. Los. Haut mich weg hier. Ach, die machen das eh wieder nicht. Die sind zu korrekt gerade wieder. Ich kann auch außerhalb der Zone rumlaufen. Oh, wie süß. Komm, gib mir noch eine Umarmung. Ich werde sterben. Er kommt sogar noch. Der andere soll drin bleiben, damit ich das Ding gewinne. Let's go, let's go. Leute, das soll es vom Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne kostenlos ein Like und ein Abo dalassen. Creator Code Wannabe im Item Shop nicht vergessen. Und jetzt warten wir noch ab, dass die das Ding hier auch wirklich gewinnen. Oh, der eine ist schon down.
Boah, das war richtig knapp, glaube ich, am Ende. Oh mein Gott, wir hätten fast noch gewonnen. Wollte ich natürlich überhaupt gar nicht. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Er ist am Weinen oder sie am Weinen. Ich weiß nicht genau. Und bis zum nächsten Mal.